Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Okay, vor dem Moment sah es gerade so aus, als wäre Cloud eingefroren gewesen. Das sah sehr komisch aus. Und ja, wie geht's bestehts? Ist ein bisschen her, aber wir machen wieder weiter. Wir haben beim letzten Mal, glaube ich, so ein bisschen die offene See erkundet, ne? Und jetzt bin ich mal hier in die Gold Sword. Ich bin so ein bisschen mal hier rumgelaufen, habe so ein paar Sachen gesehen, was man hier so machen kann. Erstmal geguckt, so was kann man ja so alles noch machen. Und dann habe ich festgestellt, oh, es gibt doch eine ganze Menge Sachen, die wir machen können. Deswegen sollte ich, bevor ich jetzt irgendwie eine ganze Liste, weil ich habe ja alles notiert, was man hier alles jetzt machen kann. Bevor jetzt die Liste irgendwie so aus 25.000 Dingen hier besteht, habe ich gesagt, oh, ich klappe erstmal ein paar Sachen da ab. Ne? Und ja, wie ihr sehen könnt, wir sind in der Gold Sosa, in dem, ich weiß gar nicht, wie das Gebiet heißt, das Entertainment. Wie heißt dieser Ort hier genau? Spielecenter. Hat irgendwie einen speziellen Namen, ich weiß nicht. Wonderman Squares, genau. Und ja, hier habe ich schon so ein paar Sachen gesehen, die jetzt neu sind und ich wollte mich auf die erstmal fokussieren. Und ja, wir machen hier ein paar Gold Sosa Spiele, weil hier sind eine Menge Sachen aufgetaucht. Zum einen habe ich gesehen, das Motorradspielchen hier hat einen neuen Schwierigkeitsgrad mit neuen Belohnungen und so, ne? Limitverstärker, Sternsplitter, Dunkelmaterie, alles sehr coole Sachen. Außerdem bauen wir ja Goldpunkte, um hier diese der ganzen, ich glaube, die haben irgendwas mit der Piratenquest oder so zu tun, diese ganzen Accessoires, die wir herstellen können, ne? Deswegen muss ich so oder so hier die Dinger mal farmen, ne? Na, ich würde mal sagen, wir gehen da rein und gucken uns da mal an, ne? Wir gehen jetzt hier mal ein paar Spiele durch und machen die alle und sehen mal, wie wir die alle geregelt bekommen, ne? Pack das Ding auf Cloud, halt dich fest und setz dich hin, steig auf dein Motorrad und halt den Mund. Da. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Spiel noch mal macht, aber wird schon klappen, ne? Noch ein, zwei Versuchen hoffentlich. Okay. Was zum hinter mir waren Sachen. Okay. Das, das wären hinter mir Sachen gewesen. Okay. Wieso kann ich nicht? Okay, ich nehme an, der dauert einfach so lange, bis er sich dreht. Oh Gott, ich muss die. Ich muss auch gleich ein paar Mal anhalten. Driftattacke, alles klar. Okay, ich habe irgendwas gesehen, 30.000 Punkte, na, ob ich das schaffe. Oh, ich dachte, da wären Punkte gewesen. Nein. Ah, davon hatte ich jetzt schon. Boah. Mal einfach den hier. Ja. So, nee, da waren diesmal wirklich Punkte, boah. Oh Gott. Ich kann ja nicht sehen. Kann man irgendwo die Steuerung hier nachschauen? Na, links driften L2. Energiewidrig, was? Jetzt aber. Oh Gott, wie soll ich denn die alle einsammeln? Gott, oh Gott. Wie soll ich denn die Sachen alle einsammeln? Ja, voll schwierig. Ja, ist so schwierig zu steuern, ne? Gehen wir mal aus dem Weg. Warum soll ich Nitrobus einsetzen? Ich kann das Ding gar nicht steuern. Ne? Ja, ich muss echt mehr, ich glaube, L2 drücken zum Driften. Ja, oh ja. Oh Gott, sterb gleich. Ich sterb gleich. Wow, nein. Oh, oh, oh. Ich hab nur eingesammelt. Game over. Nein, ich wollte nicht zurück. Ich wollte war mein Dreieck erneut Person und X. Okay, versuchen wir noch mal. Ja, noch mal bitte.
Okay, mehr driften. So, da guck mal, hinter mir sind Punkte. Kann ich da mich umdrehen? Nee, kann ich nicht. Au! Sag. Ah, Fokter, geh aus dem Weg! Ich will die Punkte haben. Sag. Oh Gott. Oh Gott. Es ist nicht so einfach. Okay, und die Dinger heilen mich auch, Gott sei Dank. So. Ich weiß nicht, was das andere Ding war. Ich glaube, ich wollte lieber diese Dinger einsammeln. Aua! Komm mal her, Leute. Nein. Ja, der wollte nicht nach rechts gehen, weil ich gedriftet habe. Diesen super Boost oder was auch immer. Wow. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich diese Dinger treffe, ob ich auch Schaden nehme. Aua. Okay, ich muss sie nicht ganz genau treffen. Ah, geh mir aus dem Weg! Die blockieren mir die ganze Zeit die Punkte. Mein Gott. Also weg. Aber ja. Ich wollte schon sagen, da kann ich mich auch betreffen, ne? Dieser Hubschrauber da vorne ist betrunken. Ja, ob ich hier 30.000 Punkte schaffe, weiß ja nicht. Aber komm mal her, Leute. Komm her. Weiß nicht, ob das auch irgendwie was bringt, wenn ich ja schnell genug durchkomme oder so, ne? Nein, jetzt wollte ich. Nein, die Punkte. Ich glaube, die Punkte kriege ich, ja, außer wenn das jetzt zu Ende ist, genau. Gar nicht so schwierig. Nein, müssen wir ein bisschen langsamer fahren, damit ich euch erreiche. Nein, das ist das Ziel, glaube ich, oder? Ich sehe so eine Linie. Komm her. Okay, war genug? Zielvorgabe 31.000. Ja. Rang S. Klasse 1. So muss das. Noch zwei Versuche. Damit kann ich leben. Cool. So, alles abgeschlossen. Ausgezeichnet. Limit Verstärker habe ich bekommen. Okay, cool. Dann würde ich mal gucken. Haben sie auch in diesem Boxspiel jetzt irgendwie was hinzugefügt? 3D Brawler. Was ist das, was ich gerade bekommen habe? Limit Verstärker. Mal hier. Ne? Wir bei Kampf gehen die Limitleiste zur Hälfte auf. Okay. Ah, danke schön. Ah, Juffi. Hast du meine Knaller-Kombo gesehen? Komm, Cloud, spiel eine Runde mit. Ah, muss ich gegen sie kämpfen? Okay, cool. Machen wir mal. Ja, ich weiß nicht, wie das Spiel aber geht. Aber ah, ja. Ich weiß nicht, wie das Spiel noch mal geht. Was steht da, was ich machen musste? Ich weiß nicht, was ich hier noch mal machen musste.
Weiß nicht, wie das Spiel überhaupt geht, ey. Oh mein Gott. Nochmal. Ich weiß, je nachdem, wie die sie angreifen, muss ich irgendwie anders machen, ne? Okay. Ich weiß nicht mehr, was ich hier drücken muss. Okay, ich muss noch mal hier. Ist das etwa alles? Das bringt nichts. Okay, wenn sie einen Haken von oben gibt, muss ich nach oben drücken. Okay. Mal gucken, wie das Spiel noch mal geht, Mann. Ja, wenn sie den macht, nach oben. Nach oben, okay. 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 Okay, alles klar. Wir sind da drin, Juffi, jetzt bist du dran. Ich muss immer so lange warten, bis sie fertig ist, ne? Boah. Au. Ah, okay, von unten muss ich unten, alles klar. Alles klar. Aua. Ah, Mann. Na komm, Juppie. Solange kann. Okay. Da habe ich erst da oben gedrückt, Mann. Da habe ich noch, da habe ich falsch gedrückt. Ah Gott. Okay, ist gut. Aua. Okay, jetzt bin ich wieder voll drin. Los geht's. Wie nachlässig. Okay, Juffi, jetzt reicht's. Genug rumgespielt, ne? Na falsch. Vorhin hat sie die ganze Zeit keine unten ging zu. So, ich glaube, ich kann auch gar nicht erst angreifen. Na, da habe ich die falsche Richtung. Boah. Okay, von oben angreifen, muss ich nach oben drücken. Alles klar. Okay. So, jetzt aber. Oh. Okay. Nein, falsch. Ah, ich habe es nach unten gedrückt, Mann. Nein, habe ich auch erst nach unten erst gedrückt. Mein Gott. Oh Gott, da habe ich voll spät gedrückt. Okay. Da ich ja so viele Angriffe ausweichen muss, bis ich die angreifen kann, ne? Ja, ich wollte schon sagen, erst noch so. Nein, habe ich eine Richtung. Ja, also wenn sie einmal diesen super Angriff macht, bin ich dran. Ja, das ist zu schnell. Das ist so schnell, Mann, Juppie. Ganz ruhig, aua. Boah. Na, warte. Mehr am Stück. Gleich bin ich wieder drin, pass auf. Na, boom, ich hau dich rein. Ich hau dir einen rein, das mache ich jetzt. So, wenn ich die ersten Runden nicht getroffen werde, muss das ja wohl auch nicht klappen, ne? Okay. Tue ich, wenn ich schneller ausweiche, tue ich dann eher irgendwie. Okay, was kommt jetzt? Okay.
Ah, da kommt er noch mal mit einem Angriff, ist klar. Das gibt's nicht. Warte. Ah. Wenn ich einmal die falsche Richtung drücke, ist vorbei. Oh, machst du einen Rhythmus? Nein, machst du nicht. Oh. Das habe ich zugeschlagen. Ja, wenn sie ihre schnellen Angriffe macht, kann ich nichts machen. Ja, jetzt bin ich tot. Darf ich auch mal wieder angreifen, Juffi? Ich darf gar nicht mehr angreifen hier. Nein. Ich hätte schon längst gewinnen können, habe ich so ein Gefühl. Kann ich auch irgendwie noch angreifen? Ich meine, man kann nur angreifen, wenn man irgendwie, wenn sie sich hier, ja, wenn sie den ja macht, ne? Daraus hätte ich zu früh ausgewichen. Okay, komm her. Okay, noch einmal, komm, glaube ich. Oder zweimal, ich weiß nicht. Oh, Juffi. Oh nein. Was? Weil ich geblockt habe? Ah, kriegt sie ihre Limit trotzdem voll, ey. Ah, jetzt habe ich dich aber. Okay. So, jetzt reicht. Jetzt reicht. Oh Gott, aber ein bisschen. Man kann sie doch nur als angreifen, wenn ich hier, wenn sie sich hier so am Blocken ist, ne? Wenn sie sich hier so frei gibt, oder? Wenn sie den ja macht, ne? Ich meine, alles andere nützt nichts. Nein, da habe ich falsch. Da hätte ich nicht einen Fehler machen müssen. Okay, hoppala. Hoppala. Boom. So, jetzt kommt sie wieder hier mit. Okay. Okay, macht sie immer die gleiche Rhythmus. Rechts, links, rechts. Jetzt nochmal rechts. Haha. Ich hab dich raus, Juffi. Jetzt hab ich angegriffen. Ich kenne jeden deiner Moves, Juffi. Boom. Los geht's. Kreuz, Hieb. Yeah. Ausgezeichnet. Okay. Ja, das steht ja auch. Okay, nur Verbindung. Ich habe sie auch, glaube ich, maximiert schon, ne? So, jetzt wo ich wieder in das Spiel drin bin. Neue Schwierigkeitsgrad, alles klar. Dann kommen wir Shiva. Von allen Charakteren, mit dem ich mich prügeln kann. So. Aber ihr wird gar nicht angezeigt. Das heißt, sie kann nur. Also ich muss nur nach rechts haken, okay, haken, Aufwärtshaken, gerade. Also ich muss nur nach rechts drücken, alles klar. Machen wir das. Okay, nur den linken Analogstick und rechts. So. Muss ich natürlich erstmal gucken, wie das hier wieder abläuft, ne? Das war nicht, das war unten, ja. Das war der rechte, alles klar. Jetzt mal gucken, wie die Angriffe aussehen, ne? Okay, da ist unten. Ja, nie gedacht, dass von allen Charakteren ich mich hier mit Shiva kloppen werde. Das Ziel im Aus, das wäre viel zu früh. Okay, da war linker. Okay. Ah, ich glaube nicht, dass er beim Boxen erlaubt ist, aber okay. So. Was machen wir nochmal? So.
Nein, ich habe überall in Richtung rechts gedrückt, aber nicht nach. Gott. Okay. So, jetzt habe ich. Okay, sie macht nach zwei Angriffen schon. Oh Gott. Ah, nach unten, ehrlich. Aber ich dachte, da werden. Boah. Ich weiß nicht, wann sie von unten angreift oder ob sie von rechts angreift. So. Für mich sieht das nicht immer aus, als wäre von unten. Au. Warte. Wenn ich jetzt zu lange dran sitze, wird das natürlich irgendwie immer mal anderes, ne? Aber ich sehe mich jetzt nicht so, als würde ich hier lange dran sitzen, wenn ich ganz ehrlich bin. Na, boom. Machst du jetzt wieder Dings? Ja. Okay, nach zwei Angriffen. So. Machen die ja immer den gleichen Angriff? Ja. Die machen immer den gleichen Angriff, alles klar. Sag wer doch. Dann nach unten. Nein, ich hab eine Sekunde lang nach links gedrückt. Ja, einmal. Nee, der war von oben. Ich weiß nicht, wenn sie von rechts angreift, was für ein Angriff da immer kommt. Ich glaube, jetzt hat noch mal angefangen. Aha. Da war ein anderer. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das richtig war. So, komm her, nur ein Schlag, glaube ich. Aber sie auch, ne? Ins Gesicht. Okay, cool. Muss nur wissen, was die alles machen, ne? So. Ifrit, alles klar. Ifrit ist die letzte Person. Ich hätte ehrlich gesagt, hier wird irgendwie Sephiroth oder irgendwie so kommen als Gegner, aber okay. Das ist bestimmt so eine kleine Anlehnung an Final Fantasy 16, ne? Goldene Prügelhandschuhe, habe ich die nicht schon? So, er macht fünf Sachen. Er macht von rechts, er macht keinen oberen gerade, alles klar. Er macht alles, nur keine oberen Winkel, alles klar, beziehungsweise rechte. Ifrit. Okay. So, jetzt mal gucken, wieder was der alles macht, ne? Der war von unten, alles klar. Ins Gesicht. Da muss ich natürlich erstmal wieder lernen, wie hat hier abläuft, ne? Okay. Na, der war von oben. Okay. Bitte wirf keinen Metroiden auf mich. Okay. Das ging ja noch. Bei Metroiden hätte ich echt gesagt, hör mal. Boxen nicht erlaubt. Ja. So, oh, der macht von unten. Okay, der macht ja gar nicht von oben, ne? Der ist links. Da muss ich auch noch die richtige Richtung hier drücken, ne? Oh, ich habe nach links gedrückt. Aber nicht schnell genug anscheinend. Aber links. Ich habe nach links gedrückt, aber nicht schnell genug. Oh, der war von unten. Verdammt. Der war von oben, ja. Okay. Danke. Okay. Jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Der war von unten. Macht er immer die gleichen Angriffe? Weil die machen immer die gleichen Angriffe dann, wenn sie diese super Moves machen. Also die gleichen Richtungen. Ich muss mir nur merken, was das immer sind. Und schnell rechtzeitig reagieren geht nicht. Er ist so schnell. Oh Gott, aber knapp. Aber von unten. Ins Gesicht. Okay, komm her. Er ist von unten, ne? Ja. Oh, der macht weiter.
Aber ich habe nach oben gedrückt, aber war zu langsam. So, oh Gott, ich war schon wieder zu langsam. So, diesmal ins Gesicht. Nur Cloud kann eine S-Buff voll ins Gesicht schlagen, einfach so. Da, da, oh, das ist ein anderer. Boah. Ja, ich kloppe mich mit einer S-Bar. Oh Mann. Hier den Angriff habe ich noch nicht draußen. Was, Clive verwandelt sich in eine S-Bar, um sich mit S-Bahn zu kloppen. Eine Cloud boxt dir einfach ins Gesicht. Ganz einfach. Habe ich auch mal angreifen, ne? Ja. Da eigentlich nur ein kleines Merkspiel hier. Links, links und dann unten, ne? Und dann noch, ich habe vergessen, es geht weiter. Dann unten. Ah, da war's. Ich muss aber immer die ganzen Sachen am Stück, oder auch nicht. Ah, kann ich schon vergessen. Aber ja, okay. Lass uns mal neu starten, bitte. Nochmal neu starten, bitte. Aber kann ich auch so jetzt immer machen, ne? Wenn ich weiß, ich werde verlieren. Oh Gott, der war voll langsam. So. So. Jetzt merken, 4 Angriffe. Links. Links. Unten. Unten. Okay, Boden. Oh Gott, dass ich den nur ausgewichen bin. War voll spät. Der auch, aber irgendwie getroffen noch. Rechts. Oh, ich habe vergessen. Rechts unten. Aha. Da ist zu spät. So. Hätte ich auch schon vergessen, glaube ich. Obwohl. Ah, das war zu. Da kommen wir mit komplett neuen Angriffen um die Ecke, ne? Ah, komm schon. Ach komm. Link. Unten. Okay. Ah, komm, ein Schlag noch. Nein. Ja, okay. Die ganze Sache mal ein bisschen beschleunigen. Okay. Ich glaub, kann ich schon vergessen. Da, na, okay, noch mal von vorne bitte. Jetzt bin ich vollkommen draußen. Okay, komm her. Gott. Darf ich auch mal schlagen, ne? Boom. Da. Links. Links, unten, unten. Oh Gott. Rechts, unten. Aha. Naja, oh, der läuft gut. Oh nein. Okay, den muss ich jetzt noch lernen. Jetzt hat er wieder einen anderen, ne? So läuft das irgendwie ab, ne? Jede Runde hat er ein neues. Eine neue Combo, so wie ich das verstehe. So, darf ich auch mal angreifen? Ja. So, noch ein Schlag, komm, dann schaffe ich. Um da. Okay, noch ein Angriff, komm, mach keinen super Angriff. Nein, ich habe den geblockt. Hat gezählt? Nee. Ah, ich bin tot. Um, nein, ich krieg den nicht. Ich drück doch nach oben. Ah, jetzt. Gebe ich den Sieg ja auch noch raus, ey. So. Ah, jetzt machst du was anderes, ist klar. Boah, aber so dämlich jetzt. Ich weiß die neue Combo nicht. Also jetzt nach jedem Schlag macht er eine andere Combo, je nachdem wie weit ich bin mit seiner AP, ne? So wie ich da verstanden habe. Okay, wollte schon sagen, ich darf einmal angreifen. So.
So, unten, unten. Ja, genauso läuft das ab, glaube ich, ne? Aua. Da, rechts, unten und boom. So, jetzt kommt er mit oben, ne? Um. Ich habe gar nicht den zweiten gar nicht. Ich habe den gar nicht gekannt, ey. Den Angriff, deswegen wusste ich nicht, was jetzt als nächstes kommt. Gott. Ah. Das kommt wieder eine neue Kombo, nehme ich an, ne? Wir erst mal wissen, was die ist, ne? Ja, ne, oben immer noch. Ah. Das ist so unfair, ne? Ich kann ja nicht an. Ich muss immer diese Combo einmal überleben. Ach, aber ja. Ich hab dich jetzt raus. So, als erstes machst du jetzt keine Combo, ne? Also jetzt erstmal warten, bis ich dir eine reinhau, ne? Bonk. Da. Unten. 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 Dann darf ich eine reinhauen. Genau. Jetzt kommst du von rechts, ne? Jetzt kommst du von rechts, ne? Ja. Da habe ich vergessen. Rechts unten. Ah, das war super einfach eigentlich. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum du mir nur diese Angriffe gibst, wenn ich sowieso ja deine Kombo überleben muss. Ach, komm schon. Ich fokussiere mich jetzt die ganze Zeit auf die Kombos, deswegen habe ich das nicht. Deswegen bin ich ja immer voll aus dem Konzept, wenn er jetzt normal angreift einmal. Ah, ich muss das aber jetzt schaffen, ne? Weil nächstes Mal, wenn ich das dann wieder mache, dann bin ich wieder aus dem Konzept. Eins, links, unten, unten. Oh Gott. Ins Gesicht. Jetzt kommst du rechts unten, ne? Diese Phase müsste ich eigentlich schaffen, ja. Oh Gott. Okay, nicht die Kombo. Okay, jetzt kommst du von rechts oben, ne? So. Ja, ich drück doch. Ich drück es doch. Hm. Aber wenn er mir zweimal angreift, dann kriege ich mal einen Free Hit, glaube ich, ne? Ja. Okay. So, jetzt muss ich wieder gucken, wie er. Aber da war falsche Richtung. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie deine Kombo hier aussieht. Oben, links, unten. Oh mein Gott, wie ich das auch noch geschafft habe hier, ohne zu wissen, was kommt. Sehr gut. Goldene Prügelhandschuhe. Okay, cool. Alle Kämpfer auf Schwäch besiegt. Es sind neue Gegenstände der Wechselschuhe für Goldpunkte verfügbar. Rang, ehemaliger Rang 1. Aha, 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 aha. Sag mal, was ich bekommen habe. Aber warte mal, der Wahnsinn. Doch, ich habe die auch schon. Ne, silberne hatte ich, okay. Hält den Lebensteil auf, wenn der Gegner in den Schockzustand versetzt wird. Oh, die kann ich tiefer geben. Die kann ich tiefer geben. Cool. So, neue Gegenstände sind verfügbar, habe ich gesehen. Ah, okay. Wollte schon sagen, sehr geehrte Liebhaber. So, ich habe gehört, hier gibt es neue Sachen. Ich sehe schon, wie ich hier... 30 Punkte, her damit. Shiva, Ifrit, her damit. 2060 habe ich goldenes Horn. Darf ich doch diese Dinger hier langsam mal einsammeln? Ne? Kann ich die noch einmal? Ja, ne. Gibt es noch irgendwas anderes hier? Wo ich hier alles hole. Kosmotiv, vor goldener Ranke. Okay. Ja, Kartenspiel klingt jetzt auch nicht schlecht, aber ich will noch was anderes machen. Also gibt es ja noch, sonst gibt es ja nichts mehr, ne? Snowboarden.
Wenn das Spiel noch so weitergeht, wie ich mir denke, wie es weitergeht, dann könnten wir vielleicht noch sehen. Aber ich glaube nicht, dass das noch so weitergeht. Aber wir gehen ja als nächstes zum Tempel des alten Volkes und gibt es ja auch so Rätsel. Ich habe übrigens da gesehen, Reds, ja, ne? Man kann gegen Red spielen. Er ist Level 10. Haben wir schon mal gegen Level 10 gespielt? Ich weiß nicht. Gibt es ja auch so Kartenrätsel. Wenn ich hier wieder so ein paar Dinger hier freischalten kann. Ultimativer Überlebenskampf. Ja, lass mal erstmal. So, dann bin ich mal kurz hier raus, weil ich habe gesehen, warte mal, dieses eine, dieses Spaceship, gibt es ja nicht auch eine neue Schwierigkeitsgrade, diesen einen Modus, den sollten wir vielleicht auch mal gucken. Aber erstmal habe ich hier gesehen, wo ist das, komme ich hier irgendwo hin? Ist das die Undersosa? Ja. Und da habe ich nämlich auch gesehen, da gibt es ja dieses Kistenspiel, das kann man jetzt auch ein bisschen, da kann man jetzt auch spielen auf einen höheren Schwierigkeitsgrad. Ich sage, machen wir das mal. So, du bist der Typ, gegen den ich schon seit Ewigkeiten hier spielen muss, ne? Weiß. Stufe 6. Ist er eigentlich noch relativ schwierig? Weil ich habe jetzt schon sehr lange. Ich habe jetzt hier. Ja, ich habe schon Level 7 Spieler hier besiegt. Der ist schon Level 6. Ach ja, ich weiß nicht, ob ich die schon geholt habe oder nicht, aber ich habe gesehen, wenn man Karten kaufen kann, ich weiß nicht, ob die hier auch sind. Hast du diese Ansprache aus, aber überall, wo man Karten kaufen kann, kann man jetzt hier Booster Packs kaufen. Ich bin sehr gespannt. Da hat man die Turks. Cool, ne? Habe ich extra noch nicht gekauft, ne? Und ja, man hat hier alle Mitglieder der Turks, die man sich jetzt hier als Karten ja holen kann. Bessern willst, so macht das Spiel noch mehr Spaß. Habe ich mir da aufgespart, hier zu kaufen. Kartendecks. Lass mich bei Karten anschauen. Ich habe übrigens mein Deck hier mal geändert. Naja, sieht jetzt so aus. Alle spielbare Charaktere. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich will mal kurz die Turks sehen, ne? Find ihr gut. Wir haben natürlich alle spielbaren Charaktere reingepackt, ne? So, wo sind die Turks? Hier sind die Turks. So, oh, dein ist auch hier, cool. Ah ja, dein haben wir ja, glaube ich, gesehen, ne? So, Root, Elena. Alle nur ein Ding, cool. Auf dem Spielerwelt erhöht sich die auf die Stärke von Würdekarten. Okay, die haben alle nur ein Ding, cool. Also ich kann die alle mit einem Ding nur spielen, das ist richtig cool. Vielleicht will ich mein Deck dann noch mal ändern. Nur spielbare Charaktere da rein. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ein gutes Deck ist, ich glaube nicht. Ach, guck mal. So, wo war jetzt hier noch mal? Hier war das, glaube ich, ne? Wüstensturm ist das. Ich habe mich nämlich gewundert, was das noch mal war, deswegen habe ich da mal reingeschaut. Da habe ich gesehen, oh, das ist dieses Kistenspiel. Das können wir ja auch noch mal machen, ne? Nicht richtig. Hier muss ich rein. Ja, genau, hier mit den Kisten. Das Original aus der Wüste. So, was haben wir hier? Schlüsselring des Zerstörers. War 55.000 Punkte. So, diese Dinger sind aber ein bisschen schwierig, ne? Da muss man auch immer erst gucken. Muss man erstmal den richtigen Pfad finden, ne? Das ist ein bisschen schwierig. So. Ist ja egal, was für eine Waffe ich da habe, ne? Ja, ich wusste, ihr sind welche. Volle Konzentration. Ah, ne, ich erinnere mich. Diese Dinger muss man erstmal aktivieren, ne? Wie viel Zeit habe ich? Entschuldigung, wie viel nur? Das war's. Ja. Und tschüss. Es ist vorbei. Okay. Das war's. Entschuldige, was? Wie viel? Okay. Ich weiß nicht mehr, wie man diese Blitze bekommt. Na, für euch brauche ich nur zwei. Das war's dann. Ich krieg mit einem von denen kaputt, alles klar. Aber
Muss mal gucken, wo ich überall hin muss und so, ne? Was ich hier machen muss. Verzieh dich! Und tschüss! So durch die Alter. Ja, ne, kann ich nicht entfesselte. Los geht's. Nicht mit mir. Neuer Versuch. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Ja, ich kann es offensichtlich nicht beim ersten Versuch hier schaffen, ne? Das war's. 5 Sekunden, ja super. Nochmal 5 Sekunden. Verzieh dich. Kann ich die da hinten treffen? Nee, ne? Okay. Ja, ist natürlich klar. So, ich brauche mindestens 40.000, sonst kriege ich gar nichts. Alles klar. So, hier muss ich erstmal wieder gucken, was ich machen muss, wo ich hin muss und so, ne? Okay. So. So, da brauche ich nur 2, da kann ich noch nicht hin. Ich muss ich einmal. Das war's dann. Ich bin bereit. Okay, mein Gott, das dauert viel zu lange. So. So, dich einmal, dann gehe ich einmal. Weiß nicht. Oh, hier geht's auch noch weiter. Es ist vorbei. Aha. Oh, da war ein Dings. Alles klar. Habe ich da Dinge abgestellt? Nee. Kein Problem. Aber da glaube ich auch so ein Ding, oder? Ne. Okay. So. Ich tue mich hier erstmal nur umschauen, wo ich hin muss und so, ne? Und tschüss. So, hier kann ich gar nichts machen. Verzieh dich. Da hier war glaube ich einer, ne? Nö. Weiß hier oben. Ich muss erstmal wieder einen richtigen Pfad finden, was ich ja machen muss und so, ne? So, entschuldige, was? Ah, hier muss ich sowas von meine Fernlange einsetzen, ne? Ich möchte wahrscheinlich als erstes diese Dinger so schnell wie möglich erledigen, ne? Okay. Gut. Na, ja, schon 5000 Punkte mehr. So. Frage mich, ob hier irgendwie so Sachen, die ATB erhöhen, irgendwie besser sind. Da war eigentlich hier. Bin ich hier schon mal hingegangen? Ne, sind zu viele von diesen Dingern. Muss ich mal hier umschauen erstmal. Aber jetzt schon direkt einer. Und tschüss. So, da komme ich aber nicht durch. Nimm das. Ja, wo sind die einen Dinger hier? Da. Na, zu wenig Zeit hier. Ja, die Dinger brauche ich gar nicht versuchen. Ich brauche einen Linksangriff dafür, sonst bringt das nichts. Das war's dann. Nein, trifft hat. Was hier noch mal? Muss gucken, wo ich als erstes hin muss hier.
Aber ich will erstmal hier oben bin, ne? Weil da oben wieder so ein Elektro-Ding ist, ne? Glaube ich. Noch 5 Sekunden, Mann. Da kann ich doch nichts anfangen. Es ist vorbei. Mann. 5 Sekunden sind nicht genug. Und tschüss. Warte, habe ich jetzt nicht Klingstrahl? Ah. Okay. Komm schon. Ja. Wie gesagt, muss erstmal gucken, wo ich hin muss hier als nächstes. Ja. So, die kriege ich mit 2 Schlägen weg. Da kann ich hier hin. Alles klar. Da kann ich hier hin, alles klar. Für die Dinger brauche ich eine ganze Combo. Für brauche ich für diese Elektro-Dinger. Ganze Combo. Okay, ich brauche ein ATB-Kommando, um die Dinger kaputt zu machen. So, ich werde jetzt nicht hier sitzen. Ja, warum? Ja, machen wir den hier. Komm, nicht treffe ich mal. Jawohl. Gehen wir hier oben hin. Jetzt habe ich schon 2 von den Dingern. So. Ich bin noch gar nicht abgefallen. So. Aber ja. Was? Das war's. So. Ich glaube, so haben wir es ungefähr, ne? Oh, jetzt kann ich die alle kaputt machen. Alles endet hier und jetzt. Jawohl. Und jetzt ging die kaputt, ist klar. So, oh, sehr gut. Ist er kaputt? So, wo nun? Ah, ich kann da nicht runter. Höher, nehme ich an. Auf immer wiedersehen. Wieder kaputt. Wer ist nicht kaputt gegangen? Gott. Ich glaube, ich bin aber so halbwegs auf den richtigen Pfad, so. Spezialeinsatz. Nein, der hat die abgefangen. Das war's. Ja. Und tschüss. Ja. Oh Mann. Und nun. Mal gucken, was da ist. Nein, kann ich da runter? Nein. Oh, was hier? Gar nichts. Na super. Oh, da geht's noch höher. Aber ich habe nicht genug Zeit. Und tschüss. Es ist vorbei. 5 Sekunden nur. Auf immer wiedersehen. Nein. Ach, der Heb an sich kein Schaden? Machen nur die diese Strahlen hier Schaden? Oder was ist hier los? Mach doch nicht da hinten. Aber Gott, ich hoffe, ich muss nicht wortwörtlich jede Kiste hier tauen. So.
Nimm das. Wieder ein bisschen Zeit darunter. Ne. Jetzt komme ich wieder herunter. Jetzt muss ich unten alles abräumen. Ne. Das war's. Hey, wo bin ich hier? Hier bin ich. Ah. Jetzt kann ich wirklich alles kaputt machen, aber ich habe nicht mehr genug Zeit, glaube ich. Na, hey. Ah, der hat mein Dings abgebrochen. Boah. Okay, alles klar. Komm, da haben wir sowas von. Okay. Hm. So. Fisch kaputt, Mann. Dann. Fisch kaputt, Mann. Dann gehen wir hier hoch. Hier hoch, ja, ich war schon richtig. So. Müssen wir die alle am Ende ja wegpusten, ne? Verzieh dich! Alles endet hier und jetzt. Wenn ich euch nicht treffe, ne, dann mal ja auch nicht. So. So, alles klar. Dann müssen wir einfach nach oben gehen. Das war's dann. Ist ja unten noch irgendwas? Ich weiß nicht mehr. Ne. Was? Was? Mein Ausweichdings. So, ich muss mal gucken. Ja, hier ist auch noch so ein Ding. Nein. Was ich auch mal machen könnte, ich könnte. Ich hatte überhaupt hier einsetzen. Nee, nee. Plasma-Entladung, aber ich glaube, die bringt. Kann ich gar nicht einsetzen hier. Verzieh dich! Nein, ich wollte den. Ja, der trifft den nicht, wenn ich zu weit weg bin. Weg. Damit soll ich das schaffen, ja. So, da sind eine Menge Dinger. Können wir so nie kaputt machen. Weil ich habe die Zeitverschwendung, glaube ich. Boah. Der war auch. Okay, alles klar. Hat sich gelohnt. Nicht elektrisieren, bitte. Da, ah, ich brauche ein Ding. Wo ist es? Hier. Verzieh dich. Wer Zeit verschwendet hier. Okay. Aber es versteht. Das war's dann. Nein, noch nicht kaputt, Mann. Erstmal. Den hier. So. Er hat schon eigentlich so seinen vorgegebenen Pfad, was man hier machen muss. Muss nur wissen, wie man das macht, ne? So, sind hier so Sachen zum kaputt machen. Da müssen wir was. Das war's dann. Ah. Alles klar. Das krieg ich doch so, jawohl. Warte mal. Oh, hier sind Dinger. Das war's. Nein. Auf immer wieder. Oh, jetzt aber komm. Jetzt möchte ich noch so viele Sachen wie möglich kaputt machen. Also ich muss erstmal hier hochklettern, die ganzen Dinger kaputt machen. Dann muss ich wieder runtergehen und die restlichen Sachen kaputt machen. Warte mal, wie komme ich denn da runter? Muss ich wieder runter, ne? Ah,
Ob ich hier genug Zeit habe. Nein, geh da runter. Das war's dann. Die erste Belohnung habe ich, aber ich will noch mehr. Ich will noch mehr davon. Nimm das. Jawohl. Muss ich sagen. Na, gehst du da runter? Das war's. Aber warum treffe ich das hier nicht? Ich habe da oben war nichts mehr. Aber er wird sowieso nicht zeitmäßig schaffen. Und jetzt. Oh mein Gott, komm. Spezialeinsatz. Ah. Nein. Komm. Rekord. Nein, ich will weitermachen. Hör mal sowas von drauf, Mann. Nicht übel, aber du musst. Ja, ich hätte ja weitergemacht, aber du liest mich ja nicht. Komm, schaffen wir. Das ist nicht so schwer. Man muss nur wissen, genau wo man hingehen. Welche Angriffe man einsetzt, ne? So, boom. So, boom. Der war gut. So, jetzt einfach hier weiter, ne? Und tschüss. Ja. Na, die Paddinger durch jetzt nicht einsammeln. Auf Nimmerwiedersehen. Machen wir den ja. Aber es können. Da. Der war gut. Der war gut. So. Den ignoriere ich jetzt mal. Den Angriff wollte ich nicht. Ich schau mal weg. Nein. Das war's dann. Schau mal weg. Warte mal, ich kann einfach durch die durchdüsen und die kaputt machen. Sag mir doch. Aber das wird glaube ich doch. Nein. So, dann ich ignoriere die mal. Da hoch, wir haben noch eine Minute. Ich glaube, das ist gut, ne? Einmal den hier, dann hauen wir den hier, ja, dann haben wir den hier, den lassen wir mal. So, positionieren, Klingenstrahl, ah, der war gut. Ja, ich glaube, jetzt läuft. So, dann haben wir dich auch noch kaputt, wenn wir schon mal hier sind. So, jetzt kann ich dir alle kaputt hauen, ne? Merke ich gerade. Ich glaube, da muss ich auch sogar, ne? Aber dann treffe ich die alle. Ja, tue ich. So. Ich vergesse es immer. So, okay, das läuft gut. Das läuft gut. Weiter. Aufpassen, dass ich die Dinger hier richtig aktiviere. Da. Dann muss ich hier hin, genau. Weiß nicht, ob ich die so treffe. Aber ich versuche mal. Was zum. Mein Klingenstrahl ist mitten im Nichts verschwunden. Ich habe irgendwas da gerade gehofft. Das war's dann. Muss ein paar von denen mitnehmen, glaube ich. Ich kann einfach durch die durchrollen anscheinend. Es ist vorbei. So, ich habe immer nur 21, mein Gott. Vergesst mal, dass ich auch rückhalten kann, da kann ich diesen Schwungangriff machen. So, okay, weiter. Damit haben wir es. So. Einmal kurz hier. Nein, hier ist nichts.
Auf nimmer Wiedersehen. Hört. Alles endet hier und jetzt. Ja, ich glaube, da treffe ich nicht. Doch, sehr gut. Verzieh dich. Da wir sind sehr gut dabei. Warte, habe ich was gesehen? Okay. Ja, immer noch eine Minute. So, den erreiche ich noch, ne? Das war's dann. So, komm her. Dann gehen wir hier hin. Ja. So, diesmal hat den treffen hier bitte. Ich weiß nicht, warum die so schwer zu treffen sind. Das muss ich jetzt zurück. Ja, ich sollte diesen Schwungangriff einsetzen, das macht's viel einfacher. Das möchte ich noch unten alles erledigen. Aber warum ist das Ding so schwierig zu treffen? Ich weiß nicht. Nein, ich weiß doch auch warum. Mein Gott, ruinier mir ja nicht alles. Jetzt muss ich noch nach unten randalieren. Ah, ich glaube nicht, dass ich genug Zeit habe. Die blöden Dinger am Ende haben wir alles vermasselt. Was? Ah, ich glaube, das war doof. Ich muss doch erstmal hier enden, ne? Nimm das. Ja, ich habe zu wenig Zeit, glaube ich. Na, sehr gut. Was ist da hinten? Was ist hier oben? Ich weiß nicht. Da muss irgendwas sein. Komm. Oh, jetzt nichts mehr, glaube ich. Wir haben es. Ich glaube, das ist erst die, die nächste Stufe. Ne? Danach ist, glaube ich, noch eine. Nein. Aber jetzt zu Ende. Ich komme ja gar nicht weiter. Ich glaube, danach kommt noch eine, ne? Nein. Unglaublich. Ich erkenne dein. So, doch, wir haben alles. Jawohl. Oh, oh mein Gott. Oh. Okay, 3 Highscores geknackt. Du hast keine Herausforderung mehr für mich. Ich bin ja fertig. So sieht ein Champion aus. Okay, sehr cool. Oh, ausgezeichnet. Ich liebe es, wenn ich die Sachen mache und die tun da ein paar versuchen klappen. So, was habe ich gerade bekommen? Irgendwas des Zerstörers, ne? Ja. Schlüsselring des Zerstörers. So. Nein. Halt die eigenen TP und MP geringfügig, wenn die Gegner in den Schockzustand versetzt werden. Sehr konditionell, finde ich. So, dann wollte ich noch mal kurz jetzt zeigen. Ich habe nämlich hier mich in Cole noch mal umgeschaut, hier in Bells Heimat, ne? Und ich habe das letzte Notenblatt gefunden für mein Piano. Für mein Don Piano. So, irgendwie sind hier Leute angefesselt. Ich weiß nicht wieso. Aber wo war es? Hier war es, glaube ich. Hier ist das Piano gewesen und hier war das Notenblatt. Anscheinend habe ich hier noch nie irgendwie das Piano untersucht in Cole. Und da habe ich dann Barretts Thema bekommen. Das ist hier. Das 1, 2, 3. Ne? Wo ich noch keinen Rang habe, ne? Da ist das, was ich verpasst hatte, ne? Und das war hier auf diesem Piano. Und ja, ja, dann habe ich halt gefunden, habe ich eingesammelt, dann weiß ich nicht, habe ich hier mal mich hier noch weiter umgeschaut und dann bin ich irgendwie zufällig, ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendwo bin ich hier mal runtergefallen. Das habe ich jetzt schon eingesammelt, aber ich kann euch mal zeigen. Ich glaube, ich bin hier runtergefallen, ne? Und ich glaube, hier irgendwo lag dann eine Materia. Und ich habe die jetzt einfach eingesammelt, so, weil ich mir gedacht habe, oh, wird schon nichts
Besonderes sein, aber das war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe mir notiert, was war noch mal? Ich glaube, wiederbeleben war das, ne? Ja, wiederbeleben lag da einfach wegen Zufall gefunden. Genau, ich weiß, ich habe irgendwie, weil ich habe irgendjemand anders angeguckt, dann bin ich. Ich weiß noch genau, wie ich das gefunden habe. Ich bin irgendwie da vorbeigelaufen da oben und ich habe mir gedacht, so, oh, was ist das denn? Da bin ich auf einmal so runtergefallen, bin dann in diesem Bereich gelandet. Ich kann mich irgendwie an eine Gitarre erinnern. Irgendwie, ich glaube, ich habe jemanden mit einer Gitarre oder so gesehen. Oder nee, sie habe ich gesehen, ne? Und ich habe mir geguckt, so, oh, was ist das denn? Ne? Da habe ich mal geguckt, da bin ich irgendwie so gelaufen und auf einmal. Dann lag ich hier und ja, dann habe ich die Materie gefunden, die lag irgendwo hier. Wiederbeleben Materie. So. Ach ja, ich habe noch ein paar. Ich habe den Quetzalcoatl noch mal bekämpft, um den seine Kralle hier zu farmen, ne? Ich weiß noch nicht mehr, weil ich glaube, ich habe allgemein einige Sachen hier gefarmt. Wofür habe ich die noch mal gefarmt? Ich habe die für irgendwas gefarmt. Ich weiß noch nicht mehr für was. Dann wollte ich euch mal zeigen. Weil ich habe mir hier notiert, ich habe den Quetzalcoatl noch mal bekämpft, aber ich weiß nicht mehr wieso. So, wir haben einen Sternsplitter jetzt hier. Die habe ich irgendwie aufs offene Meer gefunden. Tun wir halt mal erstellen, ne? Aber noch ein bisschen, dann haben wir halt auch wieder hochgelevelt. Für irgendwas habe ich die Quetzalcoatl Dingens gefahren. Ich weiß noch nicht mehr welche. Für den Kameradenohrring? Ja, genau. Für den habe ich den gefahren. Kameradenohrring, ne? Tun wir mal erstellen. Also ich habe den Quetzalcoatl einmal erledigt. War jetzt nicht so schwierig, ne? Was haben wir hier? Seetang des Piratenkönigs. Die habe ich auch irgendwo überall gefunden. Schal des Grolls. Den können wir auch einmal herstellen, ne? Würde ich sagen, wenn wir den schon mal haben, ne? Schal des Grolls. Dafür sind diese Dinger, nehme ich mal an. Ich hoffe, die sind jetzt nicht so wichtig, ne? Die glänzende Feder und so weiter. Also ich hoffe, die sind jetzt nicht nur für einmal dieses Ding hier irgendwie wichtig, weil sonst ist das ein bisschen doof. So. Dann tun wir hier den Kriegsohrring einmal herstellen, nehme ich an. Ne, alles, was uns noch fehlt. So, da. Dunkelmaterie. Hm. Aber die kann man ja irgendwie farmen anscheinend, ne, glaube ich. Oder durch die Goldsourcer bekommen, ich weiß es nicht. Die werden mir ja wohl genug Sachen geben, damit ich einmal alles herstellen kann, ne. Und nicht so, und nicht irgendwie so sagen, so, oh, du hast nur einmal dieses Ding bekommen, jetzt kannst du nicht mal anderes herstellen oder so, ne. So, Schneckenarmreif, dem wollte ich noch gucken, wo ich den ja bekommen kann. Kann im Kosmoregion käuflich erworben werden. Dann machen wir mal ganz schnell. Ne? Gehen wir mal zur Kosmoregion. Dann haben wir das auch noch, ne? Damit ich mir nicht extra notieren muss und noch mal hier gucken muss, ist das hier Cosmo Canyon, ja. Weil dann habe ich all die Sachen, bis auf zwei Sachen. Das sind die Piratengrotten, die habe ich jetzt offscreen mal gefunden. Ich bin auch noch nicht reingegangen, aber ich bin, okay, ich glaube, ich bin doch da reingegangen, damit ich halt den Teleportpunkt da aktivieren kann. Aber ich habe noch nicht die Monster bekämpft. Was ist denn hier los, mein Gott? Lass uns erstmal gucken, wo dieser blöde Shop hier ist, ne? Cosmo Canyon habe ich irgendwie voll die Orientierungsprobleme. Oh. Was ist diese Reaktion? So, da oben nehme ich an, ne? Hier immer die Dings zu finden ist irgendwie, also wollte schon sagen, was hat der für ein Zeichen im Kopf? So, ich glaube, neue Waffen gibt es auch noch nicht. Ich habe mir einige Orte, doch hier ist der. Ich kaufe jetzt alles, weil ich im Besitz null ab, ne? Also warte, ich den gleichen Schneckenhammer plus mache, tue ich den noch mal hier kaufen. Dann habe ich einmal normal und einmal mit einem Plus, ne? Einfach nur der Übersicht wegen, ne? So, nochmal ein Schneckenarm plus. Haben wir das auch erledigt. So. Muss ich aber langsam mal hier. Da muss ich wahrscheinlich jeden einzelnen Gegenstand neu erstellen. Wie viel brauche ich noch? 5? 25? 5? Tatsächlich. Ring des Sachen, wo kriege ich den her? Ja, da brauche ich Dunkelmaterie. Steht nicht. Muss ich den so herstellen irgendwie?
Ja, tatsächlich. In das Drachen. Ne, muss ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich mal den herkriege. Morbus wäre. Vergoldete Ranke. Da muss ich nochmal die Sachen hier alle holen. Ich weiß nicht, wo man die dunkle Materie. Da steht unbekannt unten. Also nehme ich mal an, da unten links ist irgendwie noch so ein Gebiet, das wir irgendwie noch nicht haben, wo wir die holen können. Ne? Habe ich den nicht gerade hergestellt oder bin ich blind? Warum steht da immer noch nicht? So, keine Ahnung. So. Ich muss einige Sachen farmen, die ich noch nicht habe. Alles klar. Ich mache nur Schandtaten damit. So, gut, dann haben wir wieder ein paar Sachen hier, die ich mir notiert habe. Abgeklappert, ne? Ich gucke mir jetzt selber meine Notizen mal an, ne? Ich habe die Nobenlad, Quetzalcoatl habe ich erwähnt. Neues Kistenspiel habe ich mir notiert. So, aber ich sage mal, beim nächsten Mal machen wir die beiden Piratengrotten, die ich gefunden habe, ne? Weil da müssen wir ja auch noch irgendwie ja was erledigen, ne? Die habe ich nämlich schon aufgedeckt. Und die Teleportpunkte hier. Könnt ihr mal sehen, wie ich mich hier umgeschaut habe, ne? Ich glaube, eine war hier, ne? Geheime Piratengrotte Alpha. In der war schon, ne? Gongaga. Gongaga. Da war ich schon mal, ne? Oh, Gongaga. Ich weiß nicht, sieht das schon, ob ich die. Ich habe mir notiert, wo die sind. Ne, hier ist die, glaube ich. Ne? Piratengrotte so und so. Grotte im Norden, Grotte unten links im Meer. Okay, so habe ich mir notiert. Ja, schon eine Weile her, seit ich mir notiert habe. Aber wenn ich jetzt zu jeder Grotte mich hinterlopiere, welche sehen, welche ich gemacht habe und welche nicht, ne? Gut. Alles klar, da haben wir ein paar Minispiele erledigt, ne? Wir können dann nächstes Mal die Grotten ja mal absuchen, dann können wir noch ein bisschen Karten spielen. Mal gucken, ob unser neues Deck hier, ich werde bis dahin wahrscheinlich schon wieder ein neues Deck gemacht haben, ne? Keine Ahnung, dann werde ich dann hier so ein bisschen, weil ich Karten spielen. Wir müssen da immer noch hier diesen einen Typen erledigen, ne? Weiß, der ist schon seit Ewigkeiten da notiert. Aber wir werden noch eine Weile beschäftigt sein, ne? Und da müssen wir noch hier in den Kämpfen von der Gold Sosa, glaube ich, reingehen, ne? Gibt es wahrscheinlich auch neue Kämpfe und so. Ja, wird noch eine Menge zu tun sein, bevor wir in der Story weitermachen, ne? Gut. Da müssen wir natürlich alles erkunden. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht mit was auch immer. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Wo guckst du in Cloud? Ich weiß nicht, wo du hinguckst. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Da ist er da beleidigt. Weil ich gesagt habe, er guckt irgendwo hin. Ich gucke gar nicht irgendwo hin. Guck trotzdem immer noch dein. Was? Ist doch was? Bild ich mir nur einen, ne? Ich glaube, ich bild mir nur einen. Ich weiß nicht. Guckt er diese eine Person an? Ciao.